Badam, badadadadam, badadadam, badadadadam, badadadadam, badam, badadadam, 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 badadadadam, badadadadam, badam, badadadam, badam, badadadam, badam, bo, badam, bo, badam, badam, bam. Und willkommen zu, ja, das musste jetzt sein, zu Set Nummer 11007. Genau, deswegen. Lego Classic. Ich habe mir lange überlegt, ob ich die Boxen hier mal vorstelle. War immer so uneins, habe es letztlich nicht getan. Jetzt tue ich es. Aus einem Doppelgrund. Ihr seht, heute ist ein Samstag und eine Setvorstellung. Huch, was ist da passiert? Es ist gleichzeitig ein Mock. Ich werde nämlich gleich versuchen, aus dieser Box auch was zu bauen, was nicht in den Anleitungen ist. Denn, und das war das, was letztlich den Anstoß gegeben hat, zu sagen: Ja, komm, mache ich jetzt mal. Ich war immer so auf der Kante. Die Klemmbaustein-Lyrik hat einen Mock-Wettbewerb raus, bei dem es darum geht, eine von diesen kleinen 94 Classic-Boxen daraus halt was zu bauen, aber immer nur aus einer. Nicht mehrere kombinieren aus einer davon. Ist eine spannende Geschichte und ich dachte mir, hey, erstens, da mache ich was für. Und zweitens, ich wollte eh schon, ne, wie gesagt, ich war immer so auf der Kante, Lego Classic, diese kleinen Boxen mal vorzustellen und ich denke, dann mache ich das doch jetzt mal. Tatsächlich und habe mir die grüne ausgewählt, weil die halt auch noch ein paar braune Steine dabei hat und durchsichtig, bisschen grau. Die ist ein bisschen bunter als die blaue. Es gibt auch noch die weiße, die ist auch relativ bunt, weil die hat ein paar grüne, ein paar schwarze Steine dabei. Die blaue ist fast komplett Blautöne. Aber vor allem wollte ich hier mal schauen, sind die eigentlich für das, was sie sein wollen, nämlich als kleiner Teilespender, sind sie ein guter Teilespender? Ja, geben sie gute Teile zum Bauen. In einer Farbe. Das ist ja immer schön, wenn man so eine Farbe sucht und ein bisschen was Gutes kriegt. Werden wir sehen. Jedenfalls sieht die Box so aus. Sie wird heute von, damit sie nicht spiegelt, gehalten von diesem wunderbaren 1x4 Scheinwerferstein. Retro-Lego. Und es sieht, wenn sie nicht davon gehalten wird, sondern von mir so aus. Mit einem Hündchen, einem Helikopter, einem Baum und Steinen. Lego Classic. Komische Serie eigentlich Classic. Wir haben hier oben einen 1x1, 2x2er. 1 zu 1, 2x2er, so rum. Warnung, dass die Steine euch natürlich ums Leben trachten wollen. Sperrt die Dinger nachts ein in irgendwelche Spielzeugkisten, sonst kommen die und holen euch. Von unten haben wir noch viel mehr Text und viele bunte Logos und einen Strichcode und einen Legostein. Und hier haben wir ein auf dem Kopf stehendes Bild von der Anleitung. Okay, erste Kritik von mir. Das soll ja eine Steinebox sein. Und bei einer Steinebox, die halt kein Modell ist, würde ich halt erwarten, dass auf der Rückseite eine Liste der enthaltenen Steine drauf ist. Ne, damit man weiß, was man kriegt so steinemäßig. Und das fehlt mir hier. Das wäre noch gut gewesen. Ja, dass man sieht, okay, was kriege ich für mein Geld? So muss man die Box halt erst, ich meine, es sind 5 €, okay. Aber nun muss man die Box halt erst aufmachen. Das machen wir jetzt mit der Hilfe von Assistent Schnipsi. Schnipsi hat gerade etwas Performance-Probleme und kommt nicht in diesen blöden Karton rein. So. Das passiert den Besten von uns. Und wir haben, genau, ein Handbuch. Mit Anleitung wahrscheinlich für die drei Modelle. Bisschen, oh. Geschichte von Lego. Von der Gründung 32 mit der Holzente. Die ersten Bausets. Das Patent für den Stein mit den Röhren runter. Wichtige Unterscheidung, denn der eigentliche Stein ist schon vorher patentiert worden. Das ist eine lustige Geschichte. Lego hat den Stein einfach nachgemacht von einer anderen Firma, aber dann später halt die Röhren zugefügt, damit es halt besser funktioniert und damit hatten sie was Eigenes. Ja, spannend, dass eine Firma, die heute so sehr gegen Kopien schießt, selbst als Kopie angefangen hat. Das heißt aber auch, die wissen, wie viel Geld man mit Kopien verdienen kann. Das ist der Trick. So, hier haben wir eine Lego Eisenbahn. Warum auch immer, ist ein hübsches Modell. Ich weiß noch nicht, warum es da ist. Wahrscheinlich wird das nochmal auftauchen bei mir. Also nicht das Set selber, sondern in den Recherchen und so. 1998, Lego Basic ist gestartet als Reihe und dann von 2020 dieses Set. Okay. Okay, allgemeine Hinweise. Hey, das ist Lego, so funktioniert's. Und wir bekommen wir 4 Modelle? Ne, wir bekommen genau der Hubschrauber, das Hündchen und den Baum. Und das hier ist eine allgemeine
Anregungen, was man noch machen kann. Das gibt einen sehr lustigen Gesichtsausdruck. Sehr schöne Idee. Genau, dann gehen die Anleitungen los und wir kriegen hier eine Teileliste. Seht ihr, die ist klein genug, die hätte auch noch auf den Karton hinten gepackt. Naja, das sieht gar nicht mal so sehr nach Basissteinen aus. Oh, bisschen Werbung noch. Noch mehr Werbung? Ne, hier ist ein Baum. Okay. Noch mehr Werbung. Okay, erster Eindruck. Ich hätte von einer Teilebox deutlich mehr Basissteine erwartet. Ne, so 2x2er und sowas. Ich meine, da ist ein 2x2er. Da ist noch einer in dunkelgrün, einer in hellgrün. In mittelgrün ist noch nicht mal ein 2x2er dabei. Also ein 2x2er Platte, ja. Aber kein Schloss. Seltsame Auswahl für eine Basisbox. Naja. Tun wir es einfach mal raus. Oh. Zwei Tüten? Okay. Okay, das ist wahrscheinlich wieder die Geschichte mit den ganzen kleinen Teilen, dass die Maschinen eine bestimmte Anzahl Teile abzählen können und deswegen sind es zwei Tüten geworden. Es ist ein bisschen seltsam, oder? Lego, wenn ihr in Zukunft Plastik sparen wollt, was ihr ja sagt, bei den Sets ein bisschen anders einpacken und ihr könnt die Tüten komplett euch sparen. Es ist wenig Plastik, es ist nur zwei Tüten, aber ne, es ist irgendwie komisch. Okay, euch setzen wir schon mal zusammen, weil wann benutzt man die schon mal einzeln? Ja, okay, manchmal bei Fenstergestaltung. So, wir haben einen Apfel. Der sticht hier sofort raus. Gute alte Space-Kanonen. Ein paar von diesen Blumen in grün. Das ist nett. Ich sehe zwei, ich sehe drei. Drei. Bisschen runde 2x2er in braun, Einzelpinöppel in braun. Ein transparenter 2x2 Dachstein. Hier ist ein Auge. Da ist noch ein Auge. Kriegen wir noch ein Auge? Da ist noch ein Auge. Drei Augen müssen sein. Und ansonsten sehe ich sehr viel regulären Stein. Ja, der Reim war Absicht, aber hat nicht wirklich funktioniert. Okay. Es muss jetzt eigentlich was James Bondiges sein, oder? Muss es eigentlich. Ach, hier sind noch weiße Teile. Muss es eigentlich. Wie kriege ich James Bond, denke ich sofort an Fahrzeuge. Ich habe hier nichts, was... Ich wollte gerade sagen, ich habe hier nichts, was aussieht wie Räder. Doch, habe ich. Wird offenbar ein Bond-Motorrad, weil wir haben nur zwei. Passt das hier, wenn ich... dreht sich nicht wirklich. Nee. Aber die Form haut hin. So, wenn ich euch jetzt noch irgendwie mittig kriege... Okay. Das Lustige ist, dass das Loch immerhin, dadurch, dass es so eng ist, drehen die sich zwar nicht gut, aber... Es hält die Dinger in Position. Okay, ich habe die Basis für ein grünes James Bond Motorrad. Das wird sehr, sehr seltsam. Ich freue mich. Wieso ist da nur einer von... Ne, hier sind zwei. Okay. Weil davon nur einer wäre jetzt echt blöd gewesen. Okay, das hier kann man... Genau. Zu wenig eine Noppe breite Sachen. In dunkelgrün und in normalgrün ist er jeweils nur einmal da. Das ist lästig. Ich habe eine 4x4 Platte, immerhin. Das ist 4x4. Das ist 4 breit. Ich muss ja irgendwie auch die Seiten verbinden. Da ist nur einer von da. Wieso ist da nur einer? Das ist jetzt wirklich lästig. Also hieraus was Vernünftiges zu bauen ist alles andere als einfach.
Okay, das ist der Hohlraum, den ich brauche. Ich weiß noch nicht, was ich brauche, aber ich bin ziemlich sicher, es wird hässlich. Das ist immer ein guter Anfang. Oh, ich habe hier auch nur ein. Jedes mögliche Teil nur einmal dabei. Das macht es natürlich nicht gerade einfach, irgendwas Nettes daraus zu bauen. Okay, du bist jetzt die Vorderseite. Ja, das noch. Ah, habe ich doch noch einen von. Okay. Sind wenigstens die einigermaßen gleichfarbig. Ich glaube, mit den Farben, das können wir komplett ignorieren, was da rauskommt. Das wird so oder so nicht sonderlich schön. Vielleicht. Habe ich den nicht auch in. Nee, habe ich nicht. Das wird sehr seltsam. Okay, die muss ich jetzt irgendwie noch mal einen höher kriegen. Ich habe nur noch eins von den Dingern. Aber ich habe noch 2x2er. Okay. Weil wenn schon seltsam, dann auch richtig. Ich habe genug 2x2er, um das parallel machen zu können. Ich meine, es fängt an, wie ein Fahrzeug auszusehen. Ein sehr, sehr seltsames Fahrzeug, das ich morgen irgendwo in die Retro-Futuristik-Gruppen stellen kann. Aber ein Fahrzeug. Habe ich da zwei von? Da habe ich zwei von. Sehr gut. Was um Himmels Willen wird das? Ich sage euch, was das wird. Es wird auf jeden Fall kreativ. Oh mein Gott. Ich meine, das könnte tatsächlich ein Bond-Fahrzeug sein. So ein komisches Mikroauto, das für den Strand, das kann dann über Wasser, ne, weil es sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Auto und einem Boot. Perfekt. Wir kommen an ein Ziel. Ich weiß noch nicht an welches und ich weiß noch nicht, ob irgendjemand an dieses Ziel kommen will, aber wir kommen an ein Ziel. Mal den hier, damit der ein bisschen. Ja! Okay, mit dem Teil können wir nicht mehr bauen. Sekunde. Ah, der ist an die Kamera gefallen. Nein! Wo ist er denn überhaupt? Da unten. So, ich wollte ihn jetzt eigentlich nämlich, damit wir ein bisschen Form hinter dem Fenster haben. Darf der frei schweben? Ich lasse den mal frei schweben. Oder? Das scheint zu passen. Scheint. Achso, der hat hier keine vernünftige Aufnahme. Okay. Und andersrum? Die große. Ja, okay. Okay, das ergibt hier zwar eine Lücke, aber es funktioniert einigermaßen. Machen wir ihn noch als Abschluss hier hinter, damit ich die Räder abgedeckt habe. Kein Mensch wird verstehen, was um Himmels Willen ich hier gemacht habe. Irgendwas kommt aber schon dabei raus. Ich habe nur noch einen davon. Das ist schade. Das ist sehr schade, aber ich kann. Hier trotzdem noch einen Abschluss basteln. Okay. So. Es sieht auf jeden Fall aus, als wäre es irgendetwas. Wie gesagt, kein Mensch weiß, was es ist, aber es ist etwas. Jetzt mal hier nochmal die 1x2er, damit wir diese blöde Lücke weg haben. Okay, das funktioniert. Ich sollte Fahrzeugdesigner sein. Ich sollte einfach umsatteln. Ich habe zwei von euch.
Von dir habe ich nur noch einen. Das ist doof. Wir sind einmal Einser. Aber auch nur zwei. Eine einmal zweier Platte habe ich nicht mehr. Nee. Okay. Es ist die Phase, ich versuche verzweifelt weitere Steine anzupacken, damit es irgendwie am Ende aussieht wie etwas Fertiges. Und aus irgendeinem Grund habe ich mir unterbewusst das Ziel gesetzt, alle Steine zu verarbeiten. Das wird definitiv nichts. Nee, kommt zu tief. Ey, nee, mittig bitte. Ja, der ist dann nicht im... Okay, das könnte ein bisschen so aussehen, als wäre hier der Antrieb vom Boot, wenn es im Wasser ist. Machen wir noch was dran oder ist es das? Eigentlich will ich ja noch Augen dran packen, aber das passt jetzt nicht so wirklich. Komm, du kriegst noch Scheinwerfer. So viel Zeit muss sein, damit du auch was siehst, wenn du hier durch die Gegend fährst. Das Erstaunliche ist, dass diese Form tatsächlich irgendeinen Sinn zu ergeben scheint. Betonung auf scheint. So, das hier ist nochmal ein umgekehrter. Das kann ich jetzt nicht wirklich verarbeiten, weil ich überlege noch, ob ich hier irgendwie nochmal abschließe, so eine Fahrerkabine. Besser. Ich glaube, wir sind soweit. Besser wird's nicht. Weil mit den restlichen Teilen, die jetzt noch rumliegen, kann ich gerade bei dem Bau nicht wirklich viel anfangen. Ich habe ein Amphibienmotorrad gebaut. Ich behaupte, das ist ein Amphibienmotorrad. Ein sehr breites oder halt ein Amphibienauto mit zwei Rädern. Das hätte schlimmer enden können. Ich hatte, als ich hier eingestiegen bin, nicht die geringste Idee, was ich mache. Insofern bin ich doch relativ weit gekommen. Okay, ja. Gilt, das geht. Als Bild nachher an Henry. Das Ding ist, man kann mit dem Set durchaus einiges bauen, auch sehr schöne bekloppte Sachen, wie ihr gerade gesehen habt. Oh mein Gott, ich habe den Apfel übrig gelassen. Es sind durchaus brauchbare Teile dabei. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, mehr solche Standardsteine. Gleichzeitig aber auch nicht weniger von den anderen. Ich meine, gut, das Kreuz hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich weiß, das ist für den Helikopterbau dabei, aber ne, das Kreuz hätte man weglassen können. Das Ding vielleicht noch in grün. Das wäre noch cool gewesen. Egal welches grün, Hauptsache grün. Damit das Versprechen der Box etwas gehalten ist. Augen kann man immer brauchen. Drei Augen ergeben eine Kreatur. Warum uns mal im vorherigen Gedanken Außerirdischen zu bauen? Aber dann dachte ich halt, habe ich angefangen zu drehen und dachte, nein, wir haben 007, wir machen ein 007 Fahrzeug. 007 würde wahrscheinlich noch nicht mal tot in diesem Ding gefunden werden wollen. Aber, tja. Sorry, Jimmy, das ist jetzt, was du kriegst. Ihre Majestät hat beschlossen und ich beschließe, dass dieses Video jetzt zu Ende ist. Bis dahin.